Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde The Podia Doomsday. So, wir haben jetzt in letzter Folge geschafft, endlich den rosa Elefanten aufzuhalten. Hey Rufus, warte doch mal. Was ist ein Wenzel? Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse noch mal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Was? Und Lotti kommt. Ja, hallo Lotti. Okay. Schnutzelbärchi. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn, was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kap steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Ich knusper mal gerade was. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ja, ach, halt den Rand. Okay. Dann einmal ab zur Stadt, zur Kreuzung. Komm schon, trödel nicht so. Ja, Schatz. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Hä? Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Ich verstehe jetzt nicht, was hier passiert ist. Ich peil's gerade nicht. Oh, jetzt peil ich es. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papalapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Hm. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Scherben. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher.
was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, mir wird wieder schlecht. Schlucks runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Scherben. Eine leuchtende Stelle? Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Molla. Fetzen. Aha, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja. Und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Ah, hier ist... Okay, so ein bisschen habe ich den Dreh jetzt raus. Na? Muss sie doch irgendwo rein? Hier ist doch eine Klappe, das sieht man doch. Oder täusche ich mich da jetzt? Ah, jetzt geht es auch hier entlang. Na? Hallo, geht er mal da oben. Oh. So. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Irgendwie wollen die sich nicht dahin bewegen.
Oder kann ich hier... Nö. So, hier entlang. So. Ich bin irgendwie gerade zu blöd dafür, glaube ich. Wisst ihr was? Ich schaue jetzt einfach mal gerade die Lösung, ob was ich irgendwie gerade falsch mache. Ich weiß es nicht. Handy. So. Nee, ich sehe hier nichts. Ich mache das jetzt mal anders. Deponia. Doomsday. Elefanten. Ja? Vielleicht bin ich da unter was? Suche nach der Höhle. Okay. Ja, gehen wir nochmal zurück. Können wir das nur? Also, die führen ja hier entlang. Ich peile nicht, was sie hier von mir wollen. So, Cursor drüber bewegen. Hallo, es kommt nichts. Ach, jetzt kommt er auch wieder. Ja, toll, natürlich. Die ganze Zeit gucken. Ernäble Sekrete, ein geheimer Hebel. Holde Narren und Marhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Alter, ich kriege jedes Mal einen Schrecken. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Dödödöm? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir. Zum Beispiel, warum das nicht bei mir geklappt hatte. Wow! Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann doch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra! Was denn? Lahnschnabeltier? Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay, ich schätze mal, dass wir die Katze und den... Weißt du, Porzellanrufer? Noch nicht. Ich werde und... Okay, dann müssen wir jetzt hier entlang. Das interessiert mich jetzt aber echt, warum das am Anfang geklappt hat. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Bereit, Mac? Ich schon, aber... Ich bleibe nicht alleine hier, nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Dann gehen wir eben wieder rauf. Können...
Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Oh! Die Tür ist offen. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samthandschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Hallo, Bernard. Ein Tank. Hahn. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Eine Rakete. Burner? Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Mhm. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Haben wir hier noch irgendwas? Sprechen wir mal mit Toni. Du, Toni? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Das alles McChronicles Schuld. Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Tuck sollte aufpassen. Ja, du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Das war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Oh, meine Damen und Herren, die Fetzen fliegen gleich. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auf direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben.
Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Dir zu verzeihen. Ach so. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. So toll waren Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, red einfach weiter. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ich bringe das wieder in Ordnung. Und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. So. Wir sind jetzt auch schon wieder in genau 7 Sekunden, 22 Minuten rum. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Auch trotz eines Bugs nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob ich einfach nur zu inkompetent war. Ich gehe mal davon aus, dass ich einfach zu inkompetent war. Aber es könnte ein Bug sein, weil ihr habt es gesehen. Es ist nichts passiert, als ich da von diesen Klecks auch so weitere Wege lang gegangen bin. Na gut, auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.